Hier sind ebenfalls ganz viele Bewacher. Erstmal gegen dich, um zu testen. Okay, 9 Schläge und er ist weg. Geschafft. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Wo führt uns dieser Pfad hoch? Zu einem Gebirgspfad. Und zu einem leuchtenden Tor. Versiegelt durch die Macht des großen Fürsten Gwyn. Ah, und solange wir den nicht besiegen, dürfen wir da nicht durch. Oder solange wir das Herrschergefäß nicht aktiviert haben. Gut zu wissen. Dann sind jetzt die nächsten Riesen dran. Riesen, riesigen Wächter, wie man möchte. Einzeln pullen möchte ich. Komm mal her. Wir kämpfen mal ein bisschen miteinander. Wow, was aber einen weiten Radius. Drei, vier, fünf. Reicht. Abwarten. Eins, zwei. Das war's. Okay, 7 Schläge nur. Gut. Du auch noch. Und ich weiß, wer da hinter ihm steht. Smaug. Oh nein, und Smaug ist richtig pissig schwer. Aua. Komm her. 2, 3, 4, 1, 2, 3. 7 Schläge. Und die sind weg. Oh, hier kann man richtig gut leveln. Guckt euch das an. Die Kiste ist echt. Funkeltitanit. Du bist Smaug. Mit Smaugs Hammer. Muss aber eine Replik sein. Und das ist eine böse Kiste. 4, 5, 6. Weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 11 Schläge für eine Mimik. Kristallhellebarde. Nicht. Okay, ich dachte, da geht's vielleicht noch weiter. Ein schönes Gebiet. Ein riesiges Gebiet, aber ein schönes Gebiet. Und wisst ihr, was ich mache? Ich verprügel jetzt noch die anderen 3 Riesen und leiste mir noch einen Stufenanstieg. Einfacher kann man es nicht haben. Vielleicht ist hier ja noch was. Vielleicht aber auch nicht. Eins, zwei. Oh, das war nur ein Tritt. Eins, zwei, drei, vier. Aua. Geschafft. Trinken. Brandbombe raus. Der erste Riese.
Autsch. Ich bin immer glücklich, wenn ich ein Schild habe, aber wirklich häufig beschützen tut mich das nicht. Geschafft. Trinken. Und dann haben wir noch einen vor uns. Und das ist der andere Übeltäter, der nachher mit Smaug kämpfen wird. Mit seinem Speer. Den gucken wir uns auch gleich noch näher an. Ja, komm. Geschafft. Danke für die Seelen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Der eine hieß Smaug und der andere, keine Ahnung. Aber das ist unsere Bestimmung. Die beiden zu töten. Dämonen-Titanit. Also bis hierhin hat sich es alles gelohnt. Ich bin total glücklich. 12.745 Seelen. Ebenso an den Golems verdient. Bin auch gespannt, was für Leute auf uns zukommen, wenn wir jetzt hier ein bisschen durch die Gegend laufen. Wir haben unser Schwert auf die höchste Stufe aufgestuft. Im Prinzip können wir jetzt nur noch uns selber aufstufen. Mit Stärke und Beweglichkeit. In der Hoffnung, dass wir dann stärker sind und bleiben. Wir kommen auch immer wieder. Mir soll's recht sein. Gib mir nur genug Seelen. So nicht, Freundchen. Und? Mal eben 14.000. Treffer. Obwohl nicht getroffen, bewegt er sich. Das ist perfekt. Geschafft. Müsste für den Stufenanstieg schon reichen. Ich mache den anderen trotzdem noch mit, dann können wir auch gleich die Waffen reparieren. Ach Mensch, komm doch her. Du hast eh nichts drauf. Na also, geht doch. Dankeschön. Könnt ihr nicht mal irgendwas droppen, was ich auch gebrauchen kann? 17.000 Seelen, meine Lieben. 17.000. Hier kann man richtig gut leveln. Dann wisst ihr ja, wo ich in nächster Zeit leveln werde. Aber jetzt gucken wir mal weiter. Nachdem wir unseren Stufenanstieg vollbracht haben. Oder vollzogen. Vitalität, Stärke. Guck mal, jetzt ist auch die linke Waffe dran, dass die mit hochgestuft wird. Okay, gefällt mir. War auch gut, dass wir die Kondition noch weiter hochgetrieben haben. Die muss auch höher sein. So, hier erfahren wir unsere Bestimmung. Der Fahrstuhl fährt ohne uns.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Gargoyle. Kommt der auch nochmal wieder? Ja. Einer dieser Gargoyles. Ja, das kann ja was werden. Okay. Ein Gold-Gargoyle. Bevor wir den holen, einmal kurz hier hinten gucken. Nö, hier gibt's nichts. Schade. Und dann bist du an der Reihe. Au. Komm her. Es ist doof, gegen dich zu kämpfen, wenn du andauernd fliegst. Ah ja, komm ruhig. Ist das die Bestimmung, den zu töten? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, nee, nee. Du hast unfaire Techniken, wirklich. Ich kann mich dagegen gar nicht wehren. Es wäre schön, wenn du nicht immer wegflattern würdest. Ist hier aber Sabbat. Gargoyle Helm. Wahrscheinlich hätten wir dem den Schwanz auch noch abhauen können. Was? Mehr ist hier nicht. Ach so, da an der Seite geht's hoch. Ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Ich komme nicht weiter. Aber nicht ganz. Können wir auch durch? Schild schön hoch. Man weiß nie, was hier gerade um die Ecke kommt. Eine Truhe. Dämonentitanit. Wir finden jede Menge Dämonentitanit. Auch wenn ich noch nicht weiß, was ich damit machen soll. So, jetzt sind wir irgendwo im höheren Bereich. Da kann man wieder runterspringen. Nö, und das war's. Das sollte meine Bestimmung sein, den Gargoyle zu töten und dann hier rumzustehen wie ein Depp? Nicht ernsthaft. Was ist das denn? Möchte meine Bestimmung erfüllen. Bewege dich. Brücke. Meine Bestimmung ist es nicht, darunter zu springen. Das weiß ich. Es muss andere Möglichkeiten geben, aber welche? Es sieht so aus, als wenn man die Streben hochlaufen könnte. Ist dem wirklich so? Ja. Tatsache. Schild hoch. Wow. Die weißen Frauen. Wer seid ihr und woher kommt ihr?
Mir egal. Hauptsache, ich komme hier raus. Obwohl, so richtig raus will ich eigentlich gar nicht. Gott, das kommt mir auch noch so bekannt vor hier. Das war eine andere Kirche, in der wir so rumgelaufen sind. Jetzt ist hier aber Schluss. Oh nein! Gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder, dann versuchen wir es gleich nochmal. If you require rest, that is. If you require rest, that is. Ja. Gut, bis nachher.